Unglaubliche Szenen spielen sich im Strikerland ab. Die Super Strikers zeigen, warum sie in aller Munde sind. Und Dancing Ruster zeigt allen, warum er ihr Kapitän ist. El Matador und Twisting Tiger spielen sich frei. Direkt zu Twisting Tiger. War nur Spaß. Pass zum Kapitän Dancing Ruster. Wow, Dancing Ruster hat's einfach drauf. Shakespeare. Und er macht es. Tor! Führung. Sind die Super Strikers nicht zu schlagen? Super Spiel, Jungs. Das war ein irres Tor, Shakes. Danke, Coach. Ruster, das war ein super Pass und tolle Spielführung da draußen. Gutes Teamwork. Genießt eure Freizeit. Widmet euch dem Training in allen Lebensbereichen. Ein wahrer Champion ist allen Gefahren gewappnet. Auf und außerhalb des Spielfelds. Nicht, dass ihr etwas Gefährliches tun solltet. Habt eine gute Zeit. Hier, für dich. Was ist das? Schwimmflügel, Mann. Du hast die eben aufgeblasen. Ihr geht doch an den Strand, Block und du. Ja. Naja, mit deinem riesigen... Und dicken... Schädel... Wollen wir nicht, dass ihr ersauft? Ah, ja. Komm schon, El Matador, lass uns spielen. Shakes, wir haben frei. Entspann dich für eine Minute. Und du cremst dich besser mal ein, bevor du rot wirst wie ein Hummer. Was? Na gut. Ich helfe dir. Das war wirklich typisch. Kommen wir nun zum Spielführer von Nakama FC. Das nächste Spiel von den Strikers sollte sehr interessant werden. Du sagst es, Mac. Das wird eine Prüfung für sie. Ich hoffe, Dancing Ruster bereitet sein Team gut vor. Ich glaube nicht, dass das für sie eine Herausforderung wird. Und wieso denkst du das? Ruster scheint immer vorbereitet zu sein. Wahrscheinlich trainiert er gerade mit seinem Team. Ich denke, er wird sich anschnallen müssen. Denn vor 10 Minuten kündigte Cosmos eine Pressekonferenz an. Große Neuigkeiten, Mac. Genau, Robbie Boy. Sensationelle Neuigkeiten. Cosmos gab soeben bekannt, dass Ninja in ihr Team aufgenommen wurde. Und nun zu Ben Z für ein Update. Ben? Das ist richtig. Dadurch, dass Cosmos Ninja ins Team berufen hat, werden sie ein ernstzunehmender Gegner. Wir sprachen mit Ninja und er sagte uns Folgendes. Die Super Strikers haben keine Chance. Wirklich? Definitiv. Wir machen sie fertig und schicken sie einfach zurück in die dritte Liga. Yeah! Dritte Liga! Glaubst du nicht, dass genau so eine Aussage die Strikers nur noch mehr motiviert? Es ist mir egal, was die Strikers denken. Sie sind nicht in unserer Liga. Ja, eigentlich sind sie... Die Strikers werden untergehen. Wir sind fertig mit dem Interview. Yeah, sind fertig. Da habt ihr es, Leute. Ich gebe zurück ins Studio. Du wolltest mich sehen, Boss? Ich muss mit dir über ein paar Änderungen der Teamaufstellung sprechen. Und zwar? Es geht mir dabei vor allem um den Kapitän. Ruster? Was ist los? Schließ die Tür. Geschafft. Haha, das ist genauso einfach wie Elfmeterschießen. Wow.
Gut gehalten. Das war knapp. Helft mir! Hey, wie seid ihr Jungs so gut geworden? Spencer und ich sind mit Fußball groß geworden. Von der Straße ins Stadion. Psst. Hey, wie ist es so, mit Dancing Rasta Zeit zu verbringen? Er ist eine Maschine. Mit Rasta als unserem Kapitän sind wir nicht zu stoppen. Wo bin ich? Du hast den ganzen Tag geschlafen. Du hast wirklich Glück gehabt. Offenbar ist deine Arbeit auf Erden noch nicht getan. Ich schulde euch mein Leben. Unser Lohn wird sein, zu sehen, wie du gesund wirst und die Herausforderungen in deinem Leben meisterst. Ich spüre, du bist ein großer Anführer. Du musst dich hier ausruhen und dir genügend Zeit geben. Ich danke euch für eure Gastfreundschaft, aber ich muss für das nächste Match zurück nach Strikerland. Geduld, mein Sohn. Folge mir. Die frische Luft und Bewegung werden dir gut tun. Sonst wird alles schief gehen. Deswegen muss ich als Kapitän sofort zurück. Du musst noch lernen, nicht nur mit deinem Körper, sondern auch mit deinem Geist zu führen. Ey Mann, was hat der Papagei? Wieso will er nicht fressen? Du bist stur, wie Vogel. Du handelst zu schnell, zu aggressiv. Lerne, geduldig zu sein. Gehe nicht du zum Papagei, lass den Papagei zu dir kommen. Ja? Siehst du? Ist dein Geist geduldig, so kannst du alles erreichen. Ich verstehe und danke dir für deine Weisheit und Gastfreundschaft. Die Super Strikers haben keine Chance. Wirklich? Definitiv. Wir machen sie fertig und schicken sie einfach zurück in die dritte Liga. Yeah! Dritte Liga! Glaubst du nicht, dass genau so eine Aussage die Strikers nur noch mehr motiviert? Ich denke nach wie vor, dass es ein Fehler ist, Big Bo zum Kapitän zu machen und Rasta abzusetzen. Die anderen Teams in der Liga verändern sich und wir müssen mithalten können. Ich bin dagegen. Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren. Bo hat eine viel größere physische Präsenz. Ein Kapitän braucht körperliche und geistige Stärke. Rasta ist körperlich in Topform und er denkt strategisch, um sein Team richtig zu führen. Vielleicht, aber es ist die richtige Entscheidung. Und es ist meine Entscheidung. Wenn er gegen Kosmos nicht liefert, werden wir die Kapitänsbinde an Big Bo übergeben. Gut. Wenn wir den Ball hochhalten, sind wir im Vorteil. Dann bleibt er nicht im Schlamm stecken. Aber warum, Ninja? Weil er dann nicht im Schlamm stecken bleibt. Das sollte reichen.
Schön, dich zu sehen, Kapitän. Kosmos sollten sich gegen die Super Strikers warm anziehen. Spieltag im Strikerland. Das Stadion ist brechend voll, Mac. Ja, es sind alle heiß auf das Spiel. Und es wird ein schlammiges Durcheinander. Es regnet schon seit 2 Tagen. Das könnte ein Vorteil für den Kampfsportstil von Kosmos sein. Ja, genau. Aber gegen die Super Strikers wird Ninja vielleicht zum Waschlappen. Wie ist der Gesundheitsbericht der Strikers? Bisher wurde nichts gemeldet. Sie sind in Topform. Wir sollten uns lieber vergewissern. Bolo. Komme schon. Rasta, Kumpel! Kommst du nach dem Spiel in meinen Club, um den Sieg zu feiern? Bleib cool, Mann. Eins nach dem anderen. Mann, du musst kommen! Gewinnen und Live-Musik? Was gibt es Besseres? Na, Konzentration. Erst der Sieg. Und dann die Party. Konzentration ist mein 2. Name. Wir sind schneller, haben die besseren Moves und sehen besser aus. Lass die Show beginnen. Ich bin sowas von bereit. Rasta, bist du in Ordnung? Natürlich. Jetzt raus da und lasst uns das gewinnen. Auf jeden Fall, Kapitän. Ich dachte, du bist schon draußen. Das hätte ich fast vergessen. Zeig ihnen, warum du sie trägst. Ninja! Jemand hat wohl ein verletztes Knie. Und sie haben wirklich weiche Socken. Los, Rasta, du kannst das. Das Spiel kann beginnen. El Matador hatte schon gehofft, dass du in den Bergen abstürzt, damit er die Interviews geben kann. Sehr witzig. Wird er jetzt zum Spaßvogel? Bleib bei deiner Disco-Cool, Joe. Genug. Ninja wird es uns nicht leicht machen. Glaub mir, er hat ein paar fiese Tricks auf Lager. Wir haben auch ein paar gute Tricks. Das ist unser Stadion. Hier wird uns niemand schlagen. Stimmt's, Block? Seid vorsichtig. Seid bereit. Du führst? Wir werden folgen. Super Strikers, auf 3! 1, 2, 3, Super Strikers! Findet das kaputte Knie, findet ihre Schwachstelle! Wenn du dich freigespielt hast, gib richtig Gas und such mich. Ich werde bereit sein. Mal sehen, wie gut sie sind, wenn der Ball den Boden nie berührt. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und Kosmos springen über das Feld und über alle Pfützen. Sieht aus, als ob sie auf Wasser gehen würden, während die Strikers total durcheinander sind. So ein Pech! Kosmos haben absolut mehr Ballbesitz und lassen die Strikers ständig ins Leere laufen. Ich hoffe, die Strikers haben heute noch nicht so viel gegessen, denn sie werden sehr viel Schlamm schlucken. Ich glaube nicht, dass die Strikers den Ball bisher überhaupt berührt haben. Oh, das wird immer peinlicher, Mac. Mac? Die Uhr tickt und die Super Strikers haben gegen Kosmos noch kein Rezept gefunden. Es wird gefährlich für die Super Strikers. Genug ist genug. Ha! Shakes dazwischen und Beat Bo rettet. Ist das die Gelegenheit für den Mann in Rot?
Dancing Rasta kämpft sich durch die Mitte. Er wirkt etwas wackelig, Mac. Hab ich dich. Ich muss stark bleiben. Das Team braucht mich. Was für eine Abwehr von Ninja! Ich bin nicht sicher, was Rasta da vorhatte. Schöne Fußarbeit vom Kapitän der Strikers. Endlich greifen sie an, dank ihres Kapitäns, der sie anführt. Shakesmore! Zurück zu dir, Kapitän. Wir packen das. Das war ein dreckiges und gefährliches Foul. Der Kapitän der Strikers ist am Boden. Und Ninja wird mehr als eine Verwarnung für dieses böse Foul bekommen. Nein, nicht jetzt. Der Kapitän ist verletzt. Er muss wohl ausgewechselt werden. Lerne geduldig zu sein. Gehe nicht du zum Papagei, lass den Papagei zu dir kommen. Das ist es. Big Bo! Ich bin raus. Das Spiel geht nicht mehr lange. Spiel weiter, Rasta. Ich weiß, du kannst das. Es gibt nichts, was ich körperlich noch tun kann. Wir brauchen dich hier draußen als Anführer. Das werde ich bleiben. Das ist der Plan. Mit viel Geduld gewinnen wir dieses Spiel. Wechselt keinen Ersatzspieler für mich ein. Wenn sie sehen, dass wir ein Mann weniger sind, werden sie übermütig. Lockt sie an und dann werden sie Fehler machen. Aber Rasta! Lasst sie kommen. Bleib cool. Für Dancing Rasta hat es sich ausgetanzt. Sie wechseln keinen Ersatzspieler ein? Sind sie verrückt? Aha. Das ist für dich, Kapitän. Big Bo ist jetzt der Kapitän des Teams. Sie sind einer weniger, Jungs. War wohl doch mehr als nur eine Verletzung. Aber was ist sein Plan? Schaffen wir das ohne Dancing Rasta? Wir werden sehen. Twisting Tiger, krieg diesen Pass! Meiner, ganz meiner. Aber der Ball rutscht auf der Pfütze weg! Airborne Scorpion, jetzt! Lauf vor! Vorsicht, Super Strikers! Jetzt gibt's Ärger! Der Torwart ist unten! Sieh dir das an! Nein! Sie nennen ihn nicht ohne Grund, The Block! Auf geht's! Chase nicht im Abseits und hat freie Bahn! Er setzt an und... Er schießt! Nein, zurück an Matador! Er schießt und... Trifft! Nein, warte! Der Ball steckt im Schlamm fest! Und das Wettrennen beginnt! Kann Shakes das Tor für seinen verletzten Kapitän machen? Tor! Was für ein Wettkampf! Unglaubliches Spiel! Hoffen wir, dass die Strikers Rasta im nächsten Spiel wieder dabei haben! Das war unglaublich, Alter! Woo! Habt ihr Ninjas Gesicht gesehen? Hombre, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Riskant, aber sie haben es einfach nicht kommen sehen. Das war alles seine Idee. Unser Kapitän. Gute Arbeit. Und jetzt werde wieder gesund, Kapitän. Ihr hattet Glück, Strikers. Wie jeder weiß, vergeht Glück auch einmal. Wir werden sehen, wer beim nächsten Mal gewinnt. Yeah, beim nächsten Mal. Oh.